in Gebrauch habe. Da fehlt aber noch ein Teil. Also, heute zeige ich euch mal die Bosch Oberfräse. Die habe ich jetzt, glaube ich, seit einem Jahr oder so. Und werde euch heute mal so sagen, wie ich die Maschine finde, was so die Genauigkeit angeht, was so die Möglichkeiten angeht, was ihr damit halt eben habt und was halt eben die Leistung und halt eben das Arbeiten damit angeht. Wir fangen aber erstmal mit dem Koffer an, was dort noch drin ist, was dort vielleicht gut, schlecht ist. Das zeige ich dir jetzt. Also hier haben wir den Systema von Bosch und die könnt ihr natürlich übereinander stapeln. Das ist das bekannte System von denen. Damit könnt ihr dann halt eben mehrere Kisten tragen, wenn ihr auf Baustelle müsst. Also das Ganze können wir öffnen und da sehen wir schon, dass hier einiges an Platz drin ist, wo ihr das Ganze drin verstauen könnt. Wenn ihr das Ganze in der Kiste verstauen möchtet, könnt ihr das im komplett ausgefahrenen Zustand tun. Die passt dann hier so rein. Das Kabel könnt ihr dann hier unten reinpacken. Das Einzige, was mich hier immer so ein bisschen gestört hat, war, dass ihr den Anschlag wirklich immer akkurat eigentlich einstellen müsst. Wenn ihr den, also ihr könnt nicht auspacken und dann genauso benutzen, wie ihr den dann wahrscheinlich in die Maschine reinschieben würdet. Ihr müsst halt eben hier diese Stäbe dann immer wieder hier rüberschieben, damit der Anschlag hier auch wieder reinpasst. Genau aus dem Grund, warum habe ich denn den hier drin gerade? Genau aus dem Grund habe ich den auch meistens dann draußen gelassen, damit ich ihn direkt nehmen kann und dann halt eben benutzen kann. So rum. Ja, genau so rum. Das schauen wir uns aber gleich an. Wir schauen uns erst noch mal kurz an, was in der Kiste noch alles drin ist. Und zwar haben wir hier ein paar Adapterstücke. Damit könnt ihr halt eben diese Ringführung installieren. Das ist ganz praktisch, wenn ihr Schablonen zum Fräsen benutzen möchtet. Dann könnt ihr halt eben das Ganze hier einspannen, könnt mit einem passenden Fräser. Genau, dann könnt ihr das hier einspannen. Upsa. So, jetzt habe ich es drin. Dann könnt ihr halt eben das Ganze, wo bin ich stehen geblieben, dann könnt ihr das Ganze hier einspannen und könnt halt eben hier nach diesem Radius eine Schablone zum Beispiel abfahren. Damit ihr euch ja vorstellen könnt, wo das Ganze drankommt, wenn ihr das benutzen möchtet, müsst ihr einmal hier diese Plexiglasplatte abschrauben und dann könnt ihr halt eben dieses Teil unten drunter festschrauben und könnt hier diese Schablone installieren. Ich finde, das ist schon mal so das erste schöne Feature an der Maschine, denn ihr habt schon mal eine Möglichkeit, euch Schablonen anzufertigen, ohne dafür halt eben einen Bündigfräser zu kaufen. Ich zeige euch mal die Oberfräse, mit der ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Das ist hier dieses Modell, das verfügt eigentlich über keine Anbaugeräte außer einen Parallelanschlag. Und genau, gerade hier an diesem Beispiel sage ich euch gleich noch was zur Höhenverstellung, denn das ist bei der Maschine wirklich sehr, sehr schön und akkurat gelöst. Hier bei dieser Maschine habt ihr einfach hier einen Stab, den ihr halt eben einstellen könnt, wenn ihr die passende Höhe habt. Aber wir verfügen über eine genaue Einstellung bei dieser Bosch Oberfräse, die ich euch jetzt noch schnell zeige. Wirklich interessant beim wirklichen Arbeiten, wie ich das Ding benutzt habe, fand ich das vor allen Dingen, als ich Dübel bündig gefräst habe, denn da kann man das eben halt mit dieser Verstellung nicht so schön einstellen. Wenn das zum Beispiel jetzt einmal auf eine gewisse Höhe einstellt, dann habt ihr oben noch dieses Feinverstellungsrad, mit dem könnt ihr halt das Ganze ganz, ganz exakt nach oben und nach unten noch verfahren. Kurze Information hier zu diesem Panel. In diesem Fall sehen wir hier eine Digitalanzeige. Es gibt die Maschine auch mit einer analogen Anzeige. Da ist halt eben hier diese Variante ein kleines Stückchen teurer und die analoge Variante ist ein bisschen günstiger. Gerade noch was zum Spannmechanismus. Wir müssen, um das Ding höher und runter oder beziehungsweise zu senken, müssen wir hier diesen Hebel entspannen. Jetzt ist die Maschine auch schon fest. Das bedeutet, wenn er auf eine Tiefe fährt, könnt ihr das hier loslassen. Dann ist das Ding schon relativ fest. Dann könnt ihr noch ein bisschen beiziehen und dann ist das wirklich auch bombenfest. Wenn ihr eine Stufenfräsung macht und ihr zum Beispiel hier jetzt euer Endmaß einstellt, dafür können wir hier einmal unseren Anschlag einstellen. Ich halte mal noch das Display ein. Da sind die Batterien auch langsam leer. Wir können das Ganze hier jetzt zum Beispiel als Anschlag verwenden und können dann auch eine Stufenfräsung durchführen. Dafür fahren wir das Ganze hoch. Dann können wir hier das Ganze hochfahren und können halt eben in 3 Schritten auf unser Endmaß runter fräsen. Wir haben auch noch weitere Schritte, aber ich sag mal, das hier sind so die 3 Punkte, die ihr wahrscheinlich am effektivsten benutzen würdet. Hier könnt ihr das noch einmal auch mit Schrauben einstellen, was ich wahrscheinlich, beziehungsweise was wahrscheinlich nicht so wirklich der Fall sein wird, weil man das hier einfach beischrauben kann. Aber da könnt ihr hier halt eben relativ gut variieren. Auch in dem Fall können wir jetzt sagen, hey, wir möchten das Ganze ein bisschen weiter oben ansetzen, dann können wir unser Panel einfach nullen. Und dann können wir zum Beispiel 0, oder fahren einfach 1 mm, das geht auf 100stel dieses Display und können dann eben 1 mm wieder hochfahren
und haben unsere Oberfräse jetzt justiert, haben aber weiterhin hier unseren Anschlag gesetzt. Das bedeutet, wir würden jetzt quasi genau das Gleiche tun, nur unsere Fräsung wäre im Endeffekt einen Millimeter weiter oben. Der Griff ist relativ ergonomisch. Bei den meisten Fräsen ist der Griff ja waagerecht bzw. horizontal. In dem Fall ist er leicht abgeschrägt und ihr habt hier den Ein- und Ausschalter, habt eine Feststellung, das bedeutet, die Oberfräse kann durchbrummen. Hier oben haben wir noch eine Drehzahlregulierung, also das, was die meisten Oberfräsen mittlerweile haben. Was ich an diesem Modell noch ganz schön finde, ist hier dieses Schutzgelenk, damit halt euer Kabel, wenn ihr über eine Oberfläche fährt, dann steuert das Ganze hier so ein Stückchen hoch, damit halt hier die Kraft so ein bisschen entlastet wird. Was auch noch ein sehr, sehr nettes Feature an dieser Maschine ist, ist einfach, dass ihr die Möglichkeit habt, die Maschine auf den Kopf zu stellen. Denn dafür ist das Ganze hier oben flach gestaltet. Der Einstellgriff ragt auch nicht über hier dieses Gehäuse hinaus. Das bedeutet, die Maschine liegt wirklich hier auf diesem gummierten Stück auf und ihr könnt dann ganz entspannt eure Fräser wechseln. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Beim Arbeiten ist noch schön, dass wir hier eine Beleuchtung haben. Das bedeutet, wir sehen den Strich, an dem wir eventuell vorbeifräsen. Den sehen wir relativ gut, eben durch diese LED-Beleuchtung direkt am Fräser. Das macht das Arbeiten ein bisschen angenehmer. Mit 1250 Watt habt ihr auch einiges an Kraft. Das bedeutet, größere Fräser sind hier kein Problem. Das Ganze hat auch einen langsamen Anlauf. Das bedeutet, euer Motor startet langsam und dreht sich dann auf die volle Drehzahl, die halt eben einstellt, hoch und dann könnt ihr halt eben anfangen zu fräsen. Jetzt kommen wir kurz zu dem Punkt, den ich eben mit dem Anschlag angesprochen habe. Wenn ihr den Anschlag verwenden möchtet, müsst ihr halt in den meisten Fällen als erstes mal diese Schrauben hier lösen, damit ihr halt eben diese Führungsschienen rausschieben könnt. Dann könnt ihr das erstmal festspannen. Der Anschlag verfügt auch über eine Feinjustierung, muss ich ehrlich sagen. Benutze ich nicht so wirklich, ich mache das Ganze dann hier oben über diese Schrauben, weil die teilweise ein bisschen ruckelig ist und dann gar nicht mehr so extrem fein ist. Aber das ist dann Benutzersache, ihr habt auf jeden Fall eine Feineinstellung. Ich benutze es in der Praxis halt eben so, dass ich hier oben die Stäbe öffne, beziehungsweise in der Maschine die Stäbe öffne und dann halt eben den Anschlag weiter beischiebe. Wir können hier den Anschlag noch in der Breite verstellen, das bedeutet, wir können es an die Fräsung anpassen. Das ist ganz schön. Um den Anschlag zu installieren, müssen wir einfach hier diese zwei Drehknäufe ein bisschen öffnen und dann können wir das Ganze auch schon beifahren, können es festziehen. Das ist wiederum nochmal schön gelöst und dann können wir den Anschlag halt eben hier in der Breite verstellen. Wenn ihr die Feinjustierung benutzen möchtet, müsst ihr einfach nur hier diese zwei Schrauben anziehen und dann könnt ihr halt eben den Anschlag an sich nochmal ein Stück verstellen. Das meine ich so ein bisschen, es wackelt ein kleines Stückchen, aber das soll jetzt hier nicht mal so als extreme Kritik durchgehen. Ihr habt die Möglichkeit, das halt eben schnell zu verstellen. Was ich eben noch nicht angesprochen habe, ist, dass ihr hier noch einen passenden Zentrierkegel dabei habt. Das bedeutet, wenn ihr eure Kopierhülse installiert, könnt ihr diesen hier in eure Oberfräse einspannen und könnt das Ganze dann halt eben wirklich zentrisch ausrichten. Da wurde mitgedacht, ist ganz cool gelöst. Wenn ihr einen Fräser tauschen möchtet, könnt ihr jetzt wirklich praktisch die Oberfräse auf den Kopf drehen und könnt das Ganze hier quasi verriegeln, dann ist der Fräser fest und dann könnt ihr halt eben mit dem mitgelieferten Schlüssel euren Fräser entspannen. Das ist in dem Fall ein 8er Fräser. Kleiner Tipp, ihr könnt um euren Spannschlüssel, könnt ihr ein bisschen Isoband kleben, wenn ihr dann das Ganze öffnet und jetzt mal beim letzten Mal ein bisschen, so jetzt ist er eingerastet, wenn ihr das beim letzten Mal ein bisschen fester aufgeschraubt habt, reingeschraubt habt und ihr dann gegen die Führungsschiene schlägt, dann vermagt ihr euch die nicht, dafür ist das Isolierband. Was ich hier so als kleinen Kritikpunkt ganz gerne sage, ich fände es schön, wenn die Maschine nicht anlaufen könnte, wenn man hier diesen Spannhebel nicht mehr entriegelt hat, denn mir ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich halt eben übersehen habe, dass der noch quasi im verriegelten Zustand ist. Und die Maschine dann halt eben gegen diesen Spannring versucht anzulaufen. Wenn man das ein paar Mal macht, kann ich mir vorstellen, dass das auf Dauer gesehen nicht so das Optimale für eine Oberfräse ist. Was auch noch ein schöner Hinweis für die Maschine ist, der Punkt spricht auch definitiv für die Maschine, ist, dass hier unten diese Basisplatte an zwei Kanten eckig gestaltet wurde. Das bedeutet, ihr könnt auf der Baustelle zum Beispiel ganz einfach eine Wasserwaage irgendwo auf dem Brett spannen und könnt halt eben dann hier damit das Ganze sehr, sehr einfach ausrichten. Habt halt eben eine flache Seite, an der ihr die Oberfräse vorbeiführen könnt. Das ist gut gelöst. Das soll es dann auch eigentlich schon mit dem Video für diese Oberfräse gewesen sein. Ich habe es euch einmal gezeigt, einmal so rundum die Funktion, die sie halt eben hat. Was ich bei dieser Maschine, wie gesagt, sehr, 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 sehr schön finde, ist die Höhenverstellung. Gerade diese Feinjustierung.
Damit könnt ihr halt eben ganz schnell und einfach die Höhe noch ein bisschen feiner einstellen. Müsst euch nicht so den Getty geben, wenn ihr das Ganze hier über diesen Spannhebel einstellt. Was auch noch sehr schön ist, ist die Funktion, halt eben die Fräser auf dem rumgedrehten Kopf wechseln zu können. Und jetzt mal so ein bisschen Fazit von mir persönlich, weil ich die Maschine ja benutze. Schaut wirklich, ob ihr sie braucht. Weil ich habe für mich herausgefunden, dass das zwar wirklich, wirklich coole Features sind, aber für die Fräsungen, die ich in den meisten Fällen mache, leichte T-Nutfräsen, leichte Nutfräsungen zum Beispiel oder Abrundfräsungen, da braucht man nicht so eine große Oberfräse, weil man die halt eben mit einer Hand nicht so gut benutzen kann. Das ist definitiv eine Zweihandmaschine, so sollte man sie dann auch benutzen. Gerade wenn er dann an der Kante vorbeifährt. Und da hole ich als Beispiel nochmal hier meine ganz, ganz alte Metabo-Oberfräse, die ist noch von meinem Großvater. Die benutze ich tatsächlich so für die meisten Aufgaben, die man halt eben oder die ich halt eben habe, benutze ich die weiterhin öfters als diese große Maschine, weil sie halt eben ein bisschen handlicher ist und für die meisten Arbeiten brauche ich nicht so viel Schnickschnack. Mal angenommen, wenn ihr eine Abrundung macht, dann gibt es auch hier 4 Zusatzteile, damit ihr halt eben unten die Späne besser bündeln könnt und sie absaugen könnt. In dem Fall haben wir gar keine Absaugung, aber wenn es wirklich ein paar runde Kanten sind, die man herstellen möchte, finde ich, dass es nicht so tragisch ist. Das ist noch ein Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe. Ihr habt bei dieser, Maschine halt eben die Möglichkeit, einen Absaugport anzubringen. Habe ich bis dato tatsächlich noch nicht so wirklich benutzt. Aber ihr habt die Möglichkeit. Deswegen nochmal so als Fazit von mir, weil ich die Maschine benutze. Wenn ihr gelegentliche Fräsarbeiten macht, ist die wahrscheinlich ein bisschen zu groß dimensioniert und für den Preis könnt ihr euch eventuell eine Einhandfräse holen oder halt was anderes Vergleichbares. Aber wenn ihr sagt, hey, ihr habt auf dem Bau zum Beispiel mega, mega viele Nuten, die ihr fräsen müsst, eventuell im Bühnenbau, da habe ich das nämlich auch schon gesehen, dann ist die Maschine wiederum geil, weil sie halt eben super, super robust ist. Es ist echt massiv gebaut. Bosch-Blau-Qualität entspricht das Ganze natürlich auch, deswegen ist das Ganze nicht verkehrt. Und das ist halt die Sache, was ihr euch halt eben vorstellt, mit der Maschine zu tun. Da könnt ihr halt eben aussuchen, okay, brauche ich so eine große oder wird es tatsächlich auch eine kleinere tun? Weil die Maschinen sehen immer cool aus, mit ihren ganzen Funktionen und mit ihren ganzen Einstellungen, aber unterm Strich habe ich für mich gemerkt, hey, ich brauche gar nicht so viel Variation im Moment, deswegen tut es diese Fräse. Aber mit der Fräse hier muss man auch nur dazu sagen, seid ihr ein bisschen mehr gewappnet, wenn ihr auch ausgefallenere Dinge fräsen möchtet. Das soll es mit der Werkzeugvorstellung gewesen sein. Auch nochmal so ein kleines Fazit von meiner Seite her, ob die Maschine vonnöten ist oder ob es erstmal eine kleinere Fräse tut, wollte ich ganz, ganz gerne sagen. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Die Maschine habe ich unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt und sage bis zum nächsten Werkzeugcheck-Video. Ciao!